Hallo und herzlich willkommen zu meinem Night of Champions Simulationsmatch United States Championship von Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler. Das Match wurde zwar zu dem Zeitpunkt, als ich das jetzt hier aufnehme, noch nicht offiziell bestätigt, aber wenn der United States Championship auf dem Spiel steht, dann wohl gegen Dolph Ziggler, obwohl auch diese Matchpaarung völlig für den Arsch ist. Dolph Ziggler ins United States Championship Rennen zu schicken, wäre dumm. Ich glaub's auch fast nicht, aber das ist der einzige Gegner, den Dean Ambrose im Moment haben könnte, was man so ein bisschen als Fehde bezeichnen würde. Da Dolph Ziggler ja nun von The Shield auch öfter mal zusammengeschlagen wurde und Dolph Ziggler auch gerade in der letzten Zeit ja ziemlich Probleme hatte, weil er auch in der ja, du darfst nichts sagen, sonst schickt dich Triple H in die Midcard. Wie es auch jetzt hier der Fall ist, Dolph Ziggler also nach seinem riesen Push jetzt ganz weit unten. Eigentlich ist das Match hier auch, ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was Sinn macht. Obwohl es auch scheiße wäre, weil niemand Dolph Ziggler als United States Champion mehr sieht. Das Ding ist gelaufen, der ist nun schon mal so weit, dass du ihn eher im Main Event sehen möchtest. Hier also ihn ins US-Titelrennen zu schicken und auch ein Titelmatch überhaupt zu geben, ist schon bescheuert. Aber wie gesagt, ist er der Einzige, den man hier gegen Dean Ambrose setzen sollte. Und es ist einfach dumm, bei Night of Champions müssen alle Titel auf dem Spiel stehen. Das haben sie beim Intercontinental Championships schon nicht gemacht. Gegen CM Punk macht es nämlich genauso Sinn wie hier, nämlich gar nicht. Und hier auch United States Championship. Ach, das ist bescheuert, dass The Shield den hat. Das bringt nichts mehr. Es war zwar damals cool, von wegen, ja, The Shield haut alle kaputt, The Shield holt sich alle Titel, alles schön und gut, aber im Moment macht es keinen Sinn. Gerade für diesen Pay-Per-View ist es einfach richtig beschissen, dass The Shield die Titel hat, weil es einfach überhaupt keinen Sinn mehr hat. Das ist so wenig Prestige, gerade für den US-Titel. Ich musste vorhin erstmal 10 Minuten überlegen, wer gerade US-Champion ist, weil es überhaupt keine Ansprache mehr in den Shows finden. Überhaupt keiner sagt was zu den Titeln. Keiner macht irgendwie Anstalten, dass da mal was passiert in dem US-Titelrennen. Ja, warum Kofi auf dem Poster ist, weiß auch keiner. Der war auch irgendwie, der ist jetzt gerade wieder da, der hat auch kein Titelmatch und rein theoretisch könnten sie Kofi hier auch als Gegner setzen. Aber auch das würde keinen Sinn machen, da Kofi in letzter Zeit ja denn doch eher mit Curtis Axel zu tun hat, als mit Dean Ambrose. Ja, könnte man natürlich so drehen, von wegen, ja, Kofi, du hast ja auch vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen bei SmackDown dich zu Wort gemeldet und dich hier, ja, beschwert über Triple H. Als Bestrafung sozusagen musst du gegen Dean Ambrose antreten. Das könnte natürlich sein, aber das ist alles ein bisschen bescheuert. Also es macht halt alles wenig Sinn, gerade, also ich weiß nicht, was die sich dabei denken, irgendwie booken die gerade so scheiße. Die konzentrieren sich irgendwie nur auf eins, so ein bisschen noch auf den World-Titel, so mit RVD, aber das war auch mehr so nebenbei. Und der Rest hängt alles mit in der großen Daniel Bryan, Randy Orton-Fehde drinne. Wirklich alle Superstars, dass es da irgendwie, dass überhaupt nichts mehr Sinn macht für die anderen Titel. Also so wenig Prestige wie zurzeit der US-Titel hat, sage ich jetzt mal, und der Intercontinental Championship. Ich glaube, so schlimm war das noch nie. Auch der Tag-Team-Titel, schön, The Shield hat den, aber das war's dann auch. Es gibt zwar Tag-Teams, die jetzt gerade einen Push kriegen, wie Titus O'Neil und Darren Young. Und auch die Usos sehe ich jetzt nochmal ein bisschen mit rein. Aber das ist doch nix. Wenn keiner von denen den Titel hat, ich würde jetzt sowieso keinen den Tag-Team-Titel geben.
Also Keim, auch The Shield nicht. Ich würde den komplett rausnehmen. Also das ist auch nicht, man braucht einen Tag Team Titel. Aber im Moment ist es so für Njotten. Wir haben keine guten Tag Teams mehr. Weil auch Jack Swagger und Antonio Cesaro zähle ich nicht wirklich als gutes Tag Team rein. Weil die, das sind zwei Single Wrestler, die auch Single Matches haben. Beide mit diesem komischen alten Greis zusammenstehen. Und ja, mehr kommt denn da auch nicht. Das ist ja das ganze Problem. Weil Tag Team ist das auch nicht. Ja, also hier, um mal auf dieses Match zurückzukommen: Dean Ambrose und Dolph Ziggler im Match gegeneinander. Ja, also Dean Ambrose, wenn das Match wirklich kommt, dann muss Dean Ambrose gewinnen, weil einfach ein US-Champion mit Dolph Ziggler überhaupt keinen Sinn macht. Obwohl ich Dolph Ziggler cool finde, daran liegt es nicht, aber ich finde ihn so cool, dass ich niemals in das US-Titelrennen mehr stecken würde. Wenn denn er, wenn RVD gewinnt, dann halt er eine Fehde gegen RVD starten oder sowas. Das würde auf jeden Fall mehr Sinn machen als das, was wir jetzt haben. Ja, Dolph Ziggler schickt hier Dean Ambrose durch die Gegend. Dean Ambrose ist auch ein richtig guter Wrestler. Das weiß im Moment noch nicht wirklich viel. Viele Leute wissen das nicht, weil er im Prinzip auch bloß der Typ ist, der in jedem Match eingreift und die Leute zusammenschlägt. Und selbst sehr wenig Single Matches hat. Deshalb weiß ich auch nicht, warum sie ihm den US-Titel gegeben haben. Natürlich weiß ich, weil sie The Shield overbringen wollten. Aber das ist für einen Jatten. Der braucht mehr Single Matches, wenn sie den schon so etablieren wollen. Ich weiß auch nicht, ob das The Shield an sich so lange anhalten kann, weil die drei Leute, finde ich, wrestling-technisch, also gerade Seth Rollins und Dean Ambrose sind richtig gute Wrestler. Die brauchst du nicht in so eine Gruppierung stecken, da sind die ein bisschen verloren. Ich finde The Shield zwar an sich gut, aber die Gruppierung für die Leute, die da sind, ein bisschen doof. Dann weiß ich auch nicht, was unsere Freunde von der Wyatt Family bei Night of Champions suchen haben, weil auch die haben noch kein Match. Weiß ich auch alles nicht. Ja, mit der Wyatt Family, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Weil irgendwie, oh cool, da liegt jetzt sogar der US-Titel am Rand. Eigentlich lag da früher immer der World-Titel. Warum auch immer, egal welches Titel welches war, so war der World-Titel. Ja, die Wyatt Family hat Kane verschleppt und das war's jetzt auch. Dann squashen sind natürlich jetzt noch so ein paar andere Superstars, so R-Truth zum Beispiel. Aber ja, dann war's das. Also die haben jetzt hier bei dem, ich weiß nicht, irgendwie, der Pay-Per-View kam mir zu schnell ran. Die ganzen Match-Vorbereitungen sind noch gar nicht fertig, die sind alle noch nicht durch. Vielleicht passiert ja am Freitag bei SmackDown noch irgendwas, aber weiß ich nicht, irgendwie, das kommt mir alles so vor, wie als wenn die selbst auf den Kalender geguckt haben und sagen, scheiße, wir brauchten eigentlich noch eine Woche. Und die natürlich nicht gekriegt haben, weil das ist alles irgendwie so unfertig alles. Also klar, bei Randy Orton und Daniel Bryan, das muss jetzt zu dem Match kommen. Aber die restlichen Matches, weiß ich nicht, da fehlt alles irgendwie noch was. Sleeperhold von Dolph Ziggler hier außerhalb des Rings leider. Das wird ihm also nichts bringen, ihn hier zum Tappen zu bringen. Jetzt rennen sie beide wieder rein. Also der Ziggler, der hat noch keine Lust. Jetzt er. Jetzt geht er wieder raus. Och, mach immer. Clothesline von Dolph Ziggler. Ja, wenn ihr jetzt die Videos angeguckt habt und euch wundert, dass ein Match fehlt, ja, es fehlt, also entweder fehlt ein Match, weil es zu dem Zeitpunkt, als ich die simuliert habe, noch nicht bestätigt wurde, und das Diva-Match fehlt noch. Es gibt ja noch ein Fatal 4-Way-Match, AJ Lee gegen Natalya, eine von den Fuck-A-Dancers, und zwei,
3 und das war's. Dean Ambrose behält den US-Titel. Nichts anderes ist klug. Und noch gegen eine andere Tante. Layla, oder weiß ich nicht, mir egal. Und aufgrund dessen, es ist mir egal, deshalb habe ich das jetzt nicht simuliert. Das Ganze ist einfach nur eine Promotion, um Total Divas weiter da irgendwie ins Reden zu bringen. Ich glaube nicht, dass eine von denen, außer Natalia vielleicht, Natalia würde ich es gönnen, aber sonst ist mir das eigentlich ziemlich egal, was da passiert. Eure Meinung, eure Tipps, wie immer in die Kommentare. Bitte keine Spoiler für die Leute, die Night of Champions schon geguckt haben. Und ja, United States Champion Dean Ambrose verabschiedet sich, genauso wie ich. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.